Was wird der wichtigste Treiber für die Entwicklung der Kapitalmärkte im zweiten Halbjahr sein? Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Wenn wir auf das erste Halbjahr an den Finanzmärkten schauen und uns daran erinnern, was alles schon passiert ist, dann mögen wir gar nicht daran denken, was denn die zweite Jahreshälfte bringen könnte oder vielleicht doch. Ich möchte darüber sprechen mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, mit Jörg Krämer. Schönen guten Tag, Herr Krämer. Ja, hallo, Herr Kirsch. Mit dem Blick auf das zweite Halbjahr, eher Optimist oder eher Pessimist oder was anderes? Ja, was anderes. Also ich hoffe, dass ich Realist bin. Und das heißt dann konkret was? Ja, das heißt, dass ich doch für die zweite Jahreshälfte eher ein bisschen vorsichtig bin. Denn wir haben ja zum einen auch schon einen gewissen Abwärtstrend in den Aktienmärkten drin. Besonders wenn man sich amerikanische Wachstumsaktien anschaut. Das sollte schon mal per se etwas zu denken geben, und hinzu kommt auch rein fundamental die Unternehmensgewinne. Die Unternehmensgewinne sind der wichtigste Treiber der Aktienmärkte. Die haben die Unternehmen, gerade in Deutschland, gerade die DAX-Unternehmen, im ersten Quartal nochmal richtig ordentliche, satte Gewinne berichtet. Aber da sind doch dunkle Wolken aufgezogen am Konjunkturhimmel. Denken Sie an Amerika, dort die Zentralbank hat die Zinsen schon bereits erhöht. Zweimal dürfte den Leitzins bis auf 3,5% anheben bis zum Frühjahr nächsten Jahres. Und wir wissen eben aus der Vergangenheit, dass 3 auf 4 Zinserhöhungen in den USA, darauf folgte eine Rezession. Und das deutet auch darauf hin, dass die Gewinnerwartungen, die Erwartungen der Analysten für die Unternehmensgewinne noch zu optimistisch sind und dass sie vermutlich in den kommenden Wochen, Monaten nach unten revidiert werden von den Aktienanalysten, was traditionell eine Belastung für die Aktienkurse darstellt. Denken Sie, dass im zweiten Halbjahr die sinkenden Unternehmensgewinne oder die Politik der Notenbanken also von entscheidender Bedeutung für die Finanzmärkte sein wird? Was wird da wichtiger sein? Ja, also ich vermute fast, dass es die niedrigen Unternehmensgewinne sind. Die hängen ja auch ein bisschen ab davon, was die amerikanische Zentralbank ist, wie der Inflationsdruck ist, weil ja immer die Angst ist, dass die amerikanische Notenbank durch höhere Leitzinsen die Konjunktur und damit auch die Unternehmensgewinne abwirkt. Aber der Zins als solches ist natürlich auch ein Belastungsfaktor, gerade für Wachstumsaktien, wo ja ein Großteil der Gewinne, der erwarteten Gewinne, sehr weit in der Zukunft liegt. Und wenn dann der Zins steigt, dann werden ja gerade die besonders weit in der Zukunft liegenden erwarteten Gewinne stärker abdiskontiert. Und unter diesem Faktor leiden natürlich auch die Aktienkurse. Man kann ja auch in der Vergangenheit zeigen, dass die Aktienmärkte ja mindestens 6 Monate vor und nach der ersten Zinserhöhung, dass die Aktienmärkte es in diesem Umfeld immer sehr schwer gehabt haben und mehrere Monate brauchen, bis sie das mal verdauen. Das entscheidende und das wichtigste Ereignis, denke ich, des ersten Halbjahres war ja der Beginn des Ukraine-Krieges. Inwiefern denken Sie, dass nicht unbedingt nur der Krieg selber, man weiß nicht genau, wie er weitergehen wird, aber die wirtschaftlichen Verwerfungen, die er hervorgerufen hat, inwiefern die im zweiten Halbjahr auch die Finanzmärkte entscheidend mitbestimmen? Nun, die Finanzmärkte schauen immer nach vorne, preisen ja Risikoszenarien ein, und da haben die Märkte natürlich schon eine Menge an Negativen eingepreist. Ja, denken Sie auch, als der Krieg losging, wie stark auch die Angst vor einer Eskalation des Konflikts war, wie hoch die Angst war, dass der Westen am Ende selber ein Embargo gegen russische Gaslieferungen beschließt, etwas, was ja doch deutlich unwahrscheinlicher geworden ist. Und ob es uns gefällt oder nicht, aber es setzt ja leider doch ein gewisser Gewöhnungseffekt an das Grauen da in der Ukraine ein. Und da machen die Märkte auch keine Ausnahme. Also ich denke, wenn es nicht kommt zu einer weiteren Eskalation der Situation in der Ukraine, auch darüber hinaus, ich glaube, dann wird dieses Thema die Märkte weiter belasten, aber ich glaube nicht zusätzlich belasten. Ja, ich habe deswegen auch gefragt, weil ich vor allen Dingen auf einen Punkt hinaus wollte. Der Ukraine-Krieg hat ja auch dazu geführt, dass man sich zum Beispiel in der Energiepolitik auch über Abhängigkeiten Gedanken macht und versucht, möglichst viel von dem, was sich sozusagen heimisch produzieren lässt, auch wirklich nach Deutschland zum Beispiel zu holen. Wird das eine große Rolle spielen? Ja, das spielt auch eine gewisse Rolle. Es ist der Umbau sozusagen der Energieversorgung, und das wird mit höheren Kosten einhergehen. Auch das ist natürlich ein Faktor, der die Unternehmensgewinne in den kommenden Monaten, Quartalen belasten wird.
Stichwort Corona, das uns ja nicht nur das letzte Halbjahr beschäftigt hat, sondern die letzten 2 Jahre, das jetzt vor allen Dingen sehr, sehr stark noch wirkt in China, das eine sehr, sehr konsequente Zero-Covid-Politik fährt. Inwiefern wird dieses Thema Corona und China im zweiten Halbjahr eine Rolle spielen? Ja, also dieses starrköpfige Festhalten einer Null-Corona-Politik verursacht ja in China massive wirtschaftliche Schäden, wenn sie halt Millionenstädte wie Shanghai zuschließen, teilweise auch Häfen dicht machen. Und daran wird die Regierung festhalten, denn es ist ein Prestigeprojekt des Präsidenten. Hinzu kommen auch objektive Gründe natürlich. So ist das Gesundheitssystem in China relativ schwach, insbesondere die Zahl der Intensivbetten pro 100.000 Einwohner ist sehr, sehr niedrig. Und das alles spricht dafür, dass die chinesische Regierung wohl mindestens bis zum Jahresende an dieser Null-Corona-Politik festhalten wird, was dann eben auch bedeutet, dass der Nachschub aus China für das verarbeitende Gewerbe hier in Deutschland, dass der zwischenzeitlich immer wieder massiv stocken wird, was eine nachhaltige Erholung der deutschen Industrieproduktion noch in diesem Jahr vermutlich verhindern wird. Also wenn Sie für das zweite Halbjahr nicht optimistisch, nicht pessimistisch, sondern vorsichtig realistisch sind, was würde das denn für AnlegerInnen bedeuten, wie Sie sich positionieren sollten, eher sich noch etwas zurückhalten und abwarten? Ja, also ich glaube, dass die Unternehmensgewinne, insbesondere die Schätzung für die zukünftigen Unternehmensgewinne, die werden unter Druck bleiben und Anleger sollten beachten, dass die Unternehmensgewinne der wichtigste Treiber ist. Natürlich gibt es auch Gegenkräfte, positive Dinge, die sollte man nicht vergessen, beispielsweise, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis beim DAX bereits unter den langjährigen Durchschnitten liegt oder aber, dass der Pessimismus, insbesondere der Privatanleger in den USA, schon sehr, sehr ausgeprägt ist, sodass viele schon verkauft haben. Aber denke ich, trotzdem sollte man noch abwarten und sehen, dass die Analysten doch mehr von den negativen Gewinnrevisionen auch wirklich liefern. Und es werden noch bessere Zeiten kommen, denke ich, für den Wiedereinstieg. Es werden bessere Zeiten kommen und die Unternehmensgewinne werden der wichtigste Treiber des zweiten Halbjahres sein, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Krämer. Ja, gerne, Herr Krämer.